echte Wahlfreiheit und Selbstbestimmung über den weiblichen Körper, die nicht abhängig ist von Geld oder dem Zugang zu Informationen. Abtreibung auf Krankenschein. Jetzt im So-Wochenkommentar. So, dein Wochenkommentar für Salzburg. Heute mit Sarah Rose. Lisa, 17 Jahre, steht kurz vor der Matura. Ihr erstes Mal ist noch gar nicht so lange her. Christina, 24 Jahre, kann sich an die letzte Party nicht mehr erinnern. Bettina, 48 Jahre, Mutter von 2 Kindern, dachte eigentlich, sie wäre jetzt in den Wechseljahren. Diese Frauen haben vieles gemeinsam. Sie besitzen eine Gebärmutter und sind ungewollt schwanger. Eine Ausnahmesituation. Nach reichlicher Überlegung haben sie eine Entscheidung getroffen. Sie möchten abtreiben. Alle 4 Frauen könnte es so in Österreich geben. Vor einem großen Problem stehen sie allerdings. Ein Schwangerschaftsabbruch wird in Österreich nicht von der Krankenkasse übernommen. Der Eingriff dauert zwischen 10 und 15 Minuten und kostet sie zwischen 500 und 600 Euro. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch werden nur dann von der Sozialversicherung bezahlt, wenn der Abbruch aus medizinischen Gründen notwendig oder die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist. Das kann dazu führen, dass sich manche gezwungen fühlen, ihre Entscheidung zu überdenken oder aufzuschieben. Und das ist nicht nur unfair, sondern kann negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der betroffenen Frauen haben. Den Frauen wird so ein Stück weit die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper genommen. Es wird zu einer Entscheidung der Krankenkasse, der ÄrztInnen, der Politik. Doch die Politik hat im Uterus einer Frau wahrlich nichts zu suchen. Die versteckte Botschaft hinter der Zahlungsunwilligkeit lautet doch: Treib halt ab, wenn du es dir leisten kannst. Kann die Frau es sich leisten und hat sich entschieden, ein Kind nicht zu bekommen, ist der Leidensweg jedoch noch lange nicht vorbei. Erstmal muss ein Arzt oder Ärztin gefunden werden und in Tirol und Vorarlberg sucht man danach allerdings immer noch vergeblich. Es gibt dort derzeit keine einzige Praxis, welche Abbrüche durchführt. Frauen müssen bangen, einen Termin in der gesetzlich festgelegten Frist von 12 Wochen zu bekommen und für die Prozedur hunderte Kilometer fahren, um danach benommen und teilweise noch blutend den Heimweg anzutreten. Indem man Schwangerschaftsabbrüche schwer zugänglich macht und ÄrztInnen nicht in diesem Gebiet ausbildet, verhindert man sie nicht. Legalisierte Abbrüche in einem geschützten Rahmen sind auch keine neue Verhütungsmethode. Es ist erschreckend, es immer noch sagen zu müssen, aber keine Frau der Welt macht das aus Spaß. Es braucht in allen Bundesländern einen sicheren und legalen Zugang und das verpflichtend. Der kleine Haken, mit dem viele Schwangere in einer Notlage ohne medizinischen Beistand Selbstabtreibung herbeigeführt haben, ist nicht umsonst das Symbol der Frauenbewegung. Niemand, wirklich niemand, möchte, dass dies für manche die einzige Möglichkeit bleibt.